Herzlich willkommen, liebe Kryptofreunde und Mining-Enthusiasten. Heute ist ein wunderbar schöner sonniger Tag. Deswegen habe ich mir gedacht, für das heutige Unboxing werde ich mich hier im Bereich meines so einer Art Wintergarten bewegen. Einfach dieser Sonnenschein im Hintergrund, das ist ein Traum schlechthin. Ich zeige ihn euch kurz. Also da, wenn die Sonne dann schon zwischen den Bäumen, ich habe das große Glück, ich habe da ein paar Bäume inzwischen rauslacht, das kann schon was. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was wir da bekommen haben. Wir haben bekommen einen Antminer D7 von der Firma Crypto Supply. Ordentlich alles verpackt, so wie es gehört. Das gefällt uns gut. Also der Karton schaut einmal ganz toll aus. Und der Antminer D7 könnte möglicherweise ein Underdog im Bereich der ASIC Miner auf X11 Algorithmus sein. Der hat da noch voriges Jahr schon, der Release geworden ist, halbwegs outperformed. Hoffen wir, dass das so bleibt, weil wie gesagt, der X11 Algorithmus, der stärkste Coin, das ist der Dash Coin. Und beim Dash kann durchaus noch sein, dass das eine oder andere in Zukunft passiert, weil ja ursprünglich Dash ja die, sage ich mal, anonyme Zahlungsalternative im Kryptospace war. So, jetzt werden wir mal gemeinsam den Karton öffnen. Natürlich ein Traum, wenn man da wieder ein Paket bekommen hat, in der Bandbreite rund 10.000, 12.000 Euro, glaube ich, was das gute Gerät kostet, exklusiv Steuer, das kann dann schon was. Ein schönes Heftchen von Bitman bekommen. Was schreibt Bitman da? Dear customer, thank you for purchasing the server, trademark Antminer. Den Rest kannst du über der Homepage anschauen. Na gut, dann hole ich mal raus, den kleinen Kollegen. Optimal, also das schaut einmal alles für den ersten Eindruck recht perfekt aus. So, wunderbar, das gefällt uns schon mal sehr gut. Alles bestens und jetzt werde ich auch mal versuchen, den kleinen Herrn da rauszuholen. Ja, wunderschön, ein nigelnagelneuer Antminer D7, das kann schon was, der mögliche Underdog von den Algorithmen. Schaut den L7 bzw. den S19 ein wenig ähnlich, aber ganz so gleich sind sie dann doch nicht gebaut, weil nämlich der ist um einen Touch kürzer wie der S19. Nigelnagelneue Ware. So, die BSU ist der des S19 sehr ähnlich. Hier haben wir auch wieder durch den hohen Stromverbrauch zweimal die Möglichkeit, mit den Kaltgeräte-Stromstecker das Ganze zu versorgen. Ansonsten wirklich nagelneue Ware, sehr schön. Wie gesagt, diese D7 gibt es erst seit, kann man sagen, um die Weihnachtszeit werden die ausgeliefert, folgenden Jahres. Wunderschön verarbeitet. Die PSU dürfte scheinbar die H-gleiche sein wie beim Antminer S19, vermutlich. Das müssten wir jetzt prüfen, ob da die gleiche Spannung rauskommt. Natürlich, der Miner wurde mir soeben mit Paketdienst zugestellt, ist ja noch viel zu kalt. Also der wird gefühlt maximal 10 Grad plus haben. Das heißt, den lasse ich jetzt noch ein wenig warten, damit der auf Raumtemperatur kommt. Das habe ich euch letztens schon gesagt, beim A11 immer bei den Geräten im Winter diese ein wenig zwischenlagern, damit die ganze Hardware, die Printplatten und die Kondensatoren und alles, was da halb sauber verbaut ist, auf Raumtemperatur kommt. Und dann, wenn der die Raumtemperatur erreicht hat, dann können wir es angehen mit der Dashboard-Geschichte. Jetzt sehe ich auch da noch das Pickerl. Das ist der D7 mit 12,86 GHz. Da gibt es ja insgesamt, glaube ich, vier verschiedene Batches. Wunderschönes Gerät. Das macht Mr. Mining natürlich richtig Freude.
So, jetzt lasse ich den einmal warm werden und dann stecken wir ihn natürlich gemeinsam an und schauen wir mal, was er für eine Performance hat. Und vor allem auch in puncto Stromverbrauch, ob die Angaben von Bitmain stimmen. So, unser Antminer D7, der läuft jetzt mittlerweile starke 2 Tage. Da sind wir ganz glücklich und sagen einmal Danke zu der lieben Firma CryptoSupply, was sie da uns zum Unboxing zur Verfügung gestellt hat. Jetzt werde ich euch einmal schnell das Dashboard zeigen und die Rewards der letzten 2,5 Tage. Da schauen wir uns jetzt schnell gemeinsam an. Du loggst dich ganz normal mit Root ein. Das ist ganz normal, wie bei allen Antminer. Und wenn du das dann geschafft hast, wenn du drin bist, ich werde mich jetzt heute aber da drüben hinpflanzen. Im Prinzip die Oberfläche ist jetzt gleich angenehm wie die beim Antminer S19. Du hast hier im Prinzip den Netzwerkstatus, deine Lüfterdrehzahlen, die Temperatur, also im Prinzip ganz watschen einfach die States mit grünen Symbolen oder roten. Ihr seht es, hier ist kein dritter Pool hinterlegt, deswegen steht hier State Abnormal. Ich habe hier im Prinzip jetzt da 2 Mining Pools hinterlegt. Mining Touch hat nicht gut geklappt, weil Mining Touch hat ein Problem mit den D7, weil die einfach zu viel Power haben. Beim Mining Touch würde nur Dash Mining funktionieren, aber das, was ja die Funktion von Mining Touch ist, dass man die diversesten unbekannten Coins schürfen kann, funktioniert leider nicht. Dementsprechend ist diese Maschine jetzt nur auf den Endpool, auf den Coin Dash gesettet. Hier sehen wir oben relativ schön die Graphen von den Dry Chains. Hier siehst du die Zeit, 2 Tage, 8 Stunden, 21 Minuten, die AVG Hash Rate mit knapp 1,3 Terahash und die aktuelle Rate, die schwankt ein wenig auf und runter und rejected haben wir im Prinzip gleich gar nichts. Das ist angenehm. Hier unten siehst du noch, ob alle Chips vorhanden sind. Wenn ich hier auf die States raufgehe, siehst du auch hier deine ganzen Chips, wenn irgendwo ein Problem ist. Das haben sie relativ cool gelöst bei dieser neuen Firmware. Da unten hast du die 4 Lüfter, das funktioniert auch recht cool. Und wenn du mal Troubles hast, da unten drin ist es versteckt, nämlich das Logfile, was uns ja bei den Bitmain-Geräten so gut gefällt, dass das gut zu erreichen ist, weil über den Logfile du sofort die Fehler auskundschaften kannst, was jetzt mit deiner Mining-Hardware das Problem ist. Gut, also ihr seht es, der läuft sehr stabil. Jetzt schauen wir mal rauf auf den Antpool. Hier ist der Account und hier sehen wir es, er läuft wirklich brav rauf und runter und wir haben dann auch wirklich diese 1,32 Terahash, die was wir dann als AVG Hashrate vergütet bekommen. Ich habe jetzt im letzten Tag rund 0,2 Dash Münzen in der Earnings Statistik. Jetzt schauen wir mal rein in Earning Payment, was da wirklich zur Sache war. Hier natürlich, das war ein Hochfahren, das zählt noch nicht, aber die 2 Tage, die sind jetzt wirklich schon von Relevanz. Und wir sehen es im Prinzip, 0,2 bis 0,21 Dash-Münzen sind zum Haben, wenn ich jetzt das mit dem Spotkurs vergleiche. Ich bin jetzt da auf meiner Homepage, mrmining.at, dort ist nämlich Dash logischerweise zu finden. Wir haben ja da rund 3.500 Kryptowährungen hinterlegt und hier ist ein relativ ein cooler Umrechner. Hier kannst du die Währungen aussuchen und ich habe jetzt da US-Dollar. 0,21 Dash würden aktuell 19,14 US-Dollar sein. Jetzt schauen wir mal, was ASIC Miner Velo uns im Bereich der X11 Miner anbietet. Antminer D7, der würde einen Umsatz von 23,42 Dollar machen. Da sehen wir mal wieder, dass ASIC Miner Velo hier immer ein wenig lügt. Weil wenn ich jetzt sage, ich gebe hier unten Profit, muss eine kleine Zahl reingeben, damit ich den kompletten Umsatz habe, würde er 23 Dollar anzeigen. Du siehst, ganz kann man diese Werte nicht erreichen, was einer ASIC Miner Velo anbietet. Klar, hier sind rund 1,5% Fees dabei. Das macht natürlich auch etwas. Es ist ja kein Pool, der was dir gratis die Schürferei anbietet. Hier habe ich in Earning Mode PPS hinterlegt. Nicht. Nein, er ist sogar auf PPS eingestellt, das heißt, jeder Share wird dir bezahlt. Dementsprechend sehen wir mal, wo dann die Wahrheit ist. Die Wahrheit liegt jetzt da im Moment um die 0,2 Dash. Warum ist das Ganze hier den Profit heruntergefallen? Das ist eigentlich das, was den Menschen jetzt da draußen wesentlich mehr interessiert. Relativ einfach das Ganze, wenn wir uns die Dash Rate herschauen und wir sagen, die letzten 3 Monate, wir waren halt da in diesem Bereich relativ weit oben und jetzt hole ich meinen Pen. Und wenn wir jetzt schauen, wir hatten ja im Bereich von Ende September, Oktober, November eine wesentlich geringere Hashrate. Das wäre dann genau dieser Bereich, wo wir so sauber oben gelegen sind.
wenn wir das jetzt prüfen, das wäre im Prinzip jetzt genau diese Bandbreite, das wäre im Prinzip genau diese Bandbreite, die was uns diese schönen Rewards gebracht hat. Und dementsprechend wären wir da am 7. November natürlich sehr glücklich gewesen. Und man sieht es irgendwo, wenn wir dann diese Linie überschritten haben, dass dann alles, was da oben ist, einfach die Profits gewaltig zurückgehen. Jetzt ist halt die große Gretchenfrage, wo geht die Reise hin? Wenn wir uns jetzt den Chart der letzten 3 Jahre anschauen, sehen wir doch, bevor die Release des Antminer D7 gekommen ist, dass das Ganze da doch sehr stark von den Maschinen vertreten ist. Dementsprechend war ja im Bereich des X11-Algorithmus nie wirklich die große Beute zu holen. Und wenn ich jetzt hernehme, die ganzen D7 sind im Prinzip seit Oktober schon langsam, kommen sie auf den Markt, wird wahrscheinlich die Hashrate darauf wachsen. Dementsprechend müssen wir einfach schauen, was jetzt uns die Zukunft im Prinzip des Coin Rewards sagt. Weil wenn nämlich Dash natürlich irgendwann einmal auch im Bereich der, sage ich mal, realistischen $200 hingeht, dann könnten wir natürlich dann eine andere Kalkulation heranziehen. Das hieße, wir hätten die 0,2 Dash zu erwarten, und wenn wir dann einmal mit, sage ich mal, $200 rechnen, dürften wir ungefähr bei $40 am Tag rückwirkend betrachtet in der Profitzone sein. Dementsprechend könnte man natürlich dann auf den Monat sagen, sind das rund 1200. Mal 12 Monate sind wir bei $14.400 Gesamtumsatz minus den Stromkosten, da kann man das mal locker halbieren, heißt rund $7.200. Das heißt, bei dem Kaufpreis, ich weiß jetzt nicht genau, wo der D7 liegt, aber irgendwo über die 10.000 Euro, wird es realistischerweise mindestens 1,5 bis 2 Jahre dauern, bis man dort im Prinzip den ROI-Faktor erreicht hat. Natürlich, wenn der Dash, wenn wir mal uns den Chart reinziehen, wenn natürlich der Dash wieder irgendwo in diesen obszönen Höhen hingelangt, natürlich, dann ist das ein absoluter Underdog. Aber ich würde mal sagen, im Bereich der $300, das wird eher das Maximale sein, wo sich der Dash jetzt in nächster Zeit, wenn wieder die Kryptomärkte anlaufen, hinbewegen kann. Dementsprechend bin ich jetzt nicht ganz bullisch auf den Bereich des Dash, aber natürlich im Bereich der Energieeffizienz. Und da sind wir jetzt gleich 3148 Watt. Ich habe gemessen 1519 plus 1876, das heißt 3400 Watt habe ich gemessen an meinem Messgerät, und das muss ich jetzt sagen, das sind geeichte Zähler, diese Werte hier, der Wert, der stimmt sicher, also dann sind wir wieder daran, dass hier ein wenig gelogen wird. Zu dem Wert muss man sagen, hier stehen ja 1,286 Gigahash, wenn wir uns jetzt da das noch einmal im Pool im Dashboard anschauen, haben wir auch fairerweise eine wesentlich höhere Reported Hash Rate. Dementsprechend, wenn wir es jetzt auf dem Hash runterrechnen, würden dann Daumen mal Pi die Angaben passen, aber wir haben ja immer das ganze plus minus 5%, was der Hersteller bei den Stromverbrauch angibt. Ganz so effektiv läuft es jetzt nicht. Trotz allem bin ich der Meinung, ist das eine sehr spannende Maschine im Bereich des X11-Algorithmus. Weil wenn wir uns die anderen Kollegen anschauen, die haben da wirklich das Nachschauen, weil im Prinzip diese Maschine ist dreimal so stark und im Prinzip um über 50% effektiver. Wir können das ja noch einmal schnell beim Taschenrechner nachprüfen, ob ich da mit meiner Daumen mal Pi Behauptung dann wirklich recht habe. Das heißt 2200 durch 440. Das heißt, ich brauche 5 Watt beim Strong U STU U6 fürs Gigahash, und natürlich hier wird uns natürlich ein wenig die Freude kommen. 3148 dividiert durch 1286. Dann sehen wir halt, wie ich gesagt habe, Daumen mal Pi, der ist um 50% wirtschaftlicher von Stromverbrauch. Dementsprechend muss ich sagen, wenn sich im Dashkurs etwas verändert, könnte durchaus der Antminer D7 ein möglicher Underdog werden, nämlich eine sehr gute Alternative zum Antminer S19, der was den SHA-256 Algorithmus beherrscht für unseren Bitcoin. Hier ist wirklich die Frage, spekuliere ich ein wenig rein auf den Dashcoin? Das Ganze lebt und stirbt einfach mit dem Projekt Dash. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn sich das Szenario wie voriges Jahr im Herbst wiederholt, das heißt durch diesen bärischen Momenten in den Kryptomärkten, und eins darf man auch nicht vergessen, diese Maschine ist jetzt wieder um 50% effektiver. Das heißt, die alten Geräte von InnoSilicon und dergleichen, die was diese enorm hohen Hashrates an den Tag legen konnten,
können da auf Sicht nicht mehr mitrechnen. Dementsprechend glaube ich, wenn wir uns den Chart anschauen, das All-Time-High, wie es im Chart war, in der Bandbreite um 2020, das wird dann doch ein wenig dauern, dass wir das wieder sehen werden, weil einfach dieser D7 hier in puncto Energieeffizienz wieder ordentliche Maßstäbe an den Tag gelegt hat. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir gefallen hat. Ich finde den Antminer D7 durchaus eine spannende Investition, weil es einfach die einzige Alternative jetzt ist im Bereich von den starken ASIC-Minern, bei den starken Coins. Also wir haben ja nur im Prinzip den Z15, wenn wir im Prinzip auf den Equahash-Algorithmus unterwegs sind, oder natürlich alle ganz gespannt auf den Script-Algorithmus, auf den Antminer L7 warten. Aber sonst im Prinzip ist die ganze Landschaft sehr überschaubar, was im ASIC-Miner-Bereich alles so am Start ist. In diesem Sinne verschüsse ich mich und sage dir eine wunderschöne Woche. Euer Mr. Mining. Tschüss, Baba.